Was das Kongresscenter hier betrifft, natürlich war das für uns alle auch eine Riesenhürde zu sehen. Jetzt ist erstmal Schluss. Es wird keine Veranstaltungen geben. Eine lange Zeit haben wir immer noch gehofft, ja, vielleicht geht die noch, vielleicht können wir die noch machen. Aber auch dann kam irgendwann klare Ansage, es wird keine Großveranstaltungen mehr geben. Und dann stehen natürlich hier im ganzen Haus auch die Telefone nicht still. Andreas Gumann fehlt ja jetzt auch hier. Der sitzt am Schreibtisch, telefoniert und agiert, um Termine zu verschieben, Termine zu verlegen. Dann natürlich auch, gehört auch dazu, die Künstler zu vertrösten. Für die ist das ein Desaster. Die haben null Einkommen momentan. Die haben Angst, was passiert wann, wie geht's weiter. Wir konnten einen Großteil der Veranstaltungen terminlich verlegen. Einige mussten aus verschiedenen Gründen abgesagt werden. Was wichtig ist für die Kunden von uns, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Also wer ein Ticket hat, wenn es dann stattfinden darf im November oder nächstes Jahr, bleibt alles wie gehabt. Wem das zu unsicher ist, der kann auch sehr gerne sein Geld bekommen. Das heißt, auch hier wird das alles ohne Kontakt ablaufen. Man meldet sich hier im Service Center, das ist tagsüber besetzt, ruft an, gibt sein Anliegen durch und dann läuft das auch. Also hier sind auch die Kunden wirklich gut aufgehoben. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn man für die Zukunft weiß, ich habe ein Ticket, da wollte ich unbedingt hin und vielleicht findet es nächstes Jahr statt, dann habe ich auch wieder was, wo ich drauf zuschauen kann, wo ich mich drauf freuen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich jetzt auch mit solchen Dingen dann auch weiterhin selbst ein klein bisschen pusht und bei Laune halten kann. Wir sind natürlich untereinander vernetzt, also gerade die Vorstandsgruppe in der WhatsApp-Gruppe und da ging es schon hin und her mit Fragen, wer darf noch was und wie lange. Es hat ja jeder mitgekriegt, wie schlimm das Ganze sich entwickelt und es war abzusehen, dass von Seiten der Kreisverwaltung irgendwann oder zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt jeder weiß, was er noch darf oder nicht darf. Und natürlich die Ängste, das alles, das kommt alles auf. Jeder hat Angst um seine Existenz und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich kann daher nur jeden bitten, weiterhin in Kontakt zu bleiben. Die Leute per Mail, online oder gerne auch per Telefon. Jeder vermisst die sozialen Kontakte. Ruft an beim Händler eures Vertrauens. Besorgt euch einen Gutschein. Der wird vor die Tür gelegt, es wird ein Produkt vor die Tür gelegt, das einer unbedingt braucht, damit auch die das Gefühl haben, sie werden von uns allen hier nicht vergessen. Und ganz wichtig ist, dass wir auch auf dieses Ziel hinarbeiten, den Einzelhandel hier im Ort, der muss stark bleiben. Bleiben und ganz stark wieder anziehen. Und das können wir alle beeinflussen. Ich weiß, ich bin hier in Ramstein gut aufgehoben und das können auch Sie, alle Bürger, die hier wohnen, wohl hoffentlich mitempfinden. Wir werden immer informiert, ob das egal über welches Medium ist. Es gibt eine Liste der Firmen, die geöffnet haben und auch hier nochmal der Appell, bleiben Sie bei uns im Ort. Unterstützen Sie die, die da sind, die brauchen es. Und wir kriegen wirklich jede Unterstützung von der Stadtspitze. Das muss man sagen, das ist eine Top-Leistung. Und allein das motiviert schon, einfach weiterzumachen, mitzuhelfen, damit wir auch gemeinsam aus dieser Situation wieder rauskommen können. Und nur wenn sich jeder daran hält, dann schaffen wir das auch schneller. Wie lange es dauern wird, keine Ahnung. Aber auch hier wirklich, je mehr mitmachen, je schneller wird es hoffentlich wieder normal werden. Aber ich halte mich da
an den Asterix-Comics. Die hatten Coronavirus. Jedenfalls, die haben es besiegt. Und dann haben sie gemacht wie immer, alle gemeinsam gefeiert. Und das ist das, was in Rammstein hoffentlich wieder passieren wird. Und da freue ich mich drauf, wünsche ich jedem, bleibt gesund und ich hoffe, dieses große Fest werden wir zusammen feiern dürfen.